morgen an Tag 3 in Papa. Das Wetter heute schaut schon besser aus als gestern. Also wir können Bergen noch erahnen, hier hängen die Wolken drin, aber das wird dann durchaus ein guter, glaube ich. Hoffentlich kann ich heute nochmal mit der Truppe fliegen. Weiß nicht. Schauen wir mal. Success, mama. I just put it on a track, it's a rap. Swear to God, they obsessed, mama. Oh, they amazed, I am so out of space. And these haters gonna hate, but I wish them all the best, mama. Cause I'm a beast. Ab geht's an Tag 3 in Sabah, zurück nach Sabah. Und jetzt schon die ersten Höhenmeter der 1000, die wir heute zurücklegen werden. Wetter ist heute deutlich besser als gestern. Regnet nicht, Sicht ist besser. Jo, passt also. We are gone like the moon in the morning. The sunshine bright when you're used to the storm. But we off to the stars, never to return again. Neil Armstrong from the moon, never heard of him. Now we don't play, we could do this all day. And we never fit in, cause we do it. Jetzt hab ich nochmal was für alle Technikbegeisterten entdeckt. So produziert man in den Bergen in nirgendwo Strom. Eine Flasche. Hier in ein Rädchen. Oben ist der Generator dran. I got the ship on autopilot. They can't see what I do, call it ultraviolet. Now these chumps can't fight, I got them on a diet. I think I lost my mind, but I ain't trying to find it. Now what I say, I'm just giving y'all a taste. I said that I deliver, now the shipment's on its way. A new place where I'm living out my days. And they'll never weigh me down, cause I'm living out of space. But I got my shades on. Angekommen in Sabah City. Gerade die letzten Liter habe ich jetzt echt Probleme mit meinen Füßen, weil blöderweise die Gummistiefel zu klein sind. Habe ich 44 Gummistiefeln und mein großer Zeh rechts nicht explodiert. Außerdem geht das Bein so langsam in die Verweigerungsstelle. Aber ja, wir gehen jetzt was Mittagessen. Hier die Straßen schauen auch aus wie Sau, weil es wohl hier auch einigermaßen viel geregnet hat. Und danach setzen wir uns in den Minivan Shuttle zurück nach Hanoi. Hoffentlich wird die Fahrt, aber ich gehe davon aus, besser als die Herfahrt. Oh, wir haben sogar Kastanien. Frisch gestärkt und Kaffee Indus. Laufen wir jetzt noch ein bisschen durch Hanoi und suchen noch einen Supermarkt. Und hier unten, das scheint irgendwie so ein Festival zu sein oder so. Und nebenbei grasen dann auch noch die Buffalos. Und hier gibt es dann schon die ganzen Annehmlichkeiten einer westlichen Stadt. Und ich muss dringend aus diesen Gummistiefeln raus, weil meine Füße explodieren gleich. Auch das gibt's. Moderner Supermarkt. Oder nicht Supermarkt, aber modernes Schuhgeschäft. Und jetzt gleich geht's rein. Ah, hier gibt's einen richtigen Supermarkt. Krass. Und by the way, hier unten. Da unten grasen die Büffel. Investiert in unserem Transportmittel nach Hanoi. Besser als der Green Boss von Hanoi. Warten wir mal ab, wie viele Leute noch kommen und dann wieder schön entspannt. Wir sind wieder angekommen in Hanoi. Und die Fahrt war echt gut. Das einzige Problem war so ein dummer, dicker Schweizer, der Meinung war, er hat den gleichen Preis bezahlt und deswegen darf er doch sicherlich nicht ganz hinten sitzen, sondern er muss
auf einem Mittelplatz sitzen, was aber auch nicht stimmt, weil die Mittelplätze einfach deutlich besser geratet sind und teurer sind. Und zum anderen fand er meine Cappy nicht so cool. Er war eigentlich der Erste, der so eine in Anführungszeichen negative Kritik mir gegeben hat. Der Rest auf der Welt fand die Cappy cool. Und das Motto passt ja ganz gut, ne? So scheiß drauf. Er war einfach Spaß nur frustriert, weil er heute mit seiner Frau nicht wandern gehen konnte, weil es war nämlich matschig. Da kann man in den Bergen nicht laufen, wissen Sie. Wenn man älter wird, da muss man auf manche Dinge achten. Ja, ja. Also der ältere Herr hat einfach nichts im Leben hinbekommen anscheinend heute und war ein bisschen pisst. Aber egal. Das Gute ist ja, Karma regelt da jetzt. Also, wir wollen ihm ja nichts Böses wünschen, aber nein, kein, also der vielleicht knickt er einfach nur um und bricht sich einen Oberschenkelhals oder so. Also irgendwas total Harmloses in dem Alter. Ja, wir laufen jetzt zum Hotel. Lynn hat anscheinend einen Snack vorbereitet und wir können duschen und dann gehen wir was essen, weil ich habe Hunger. Und Hanoi geht natürlich wieder die Party ab. Wir müssen, glaube ich, rechts vorbeilaufen. Weil hier scheint was. Oh, ja, okay, hier ist eine Modenschau. Hä? Alles klar, läuft. Passiert nichts. Ab zum Hotel.